Freunde, fahren wir ein bisschen langsamer. Wir fahren jetzt mal rechts rein, bitte. Ist natürlich ein bisschen nebelig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es ist wunderbares Wetter. Willkommen im Schloss. Das ist ein altes Schloss. Klar, das alte Schloss. Das wird voll saniert, kernsaniert. Die Bauweise ist unter Denkmalschutz, also das ist klar, Denkmalschutz, das wird erhalten. Jetzt fahren Sie mal weiter. Ja. Weiter, weiterfahren, einfach weiterfahren, genau. So. Alles kommt alles weg, ist doch klar. Wir befinden uns jetzt theoretisch schon auf dem Trainingsplatz Platz 1. Hier entsteht natürlich die Möglichkeit für das Sportgebäude. Ja? So, jetzt ist es links dem Weg entlang fahren. Jetzt ist das schade, dass man das nicht sieht durch den Nebel. Also hier sind wir schon, würde ich sagen, bei Spielfeld 3 und 4. Das heißt, die erste Mannschaft findet hier Platz. Finanzabteilung, Marketingabteilung, Pressesprecher, Manager, Nachwuchsmanager. Also links und rechts vom Weg, wo wir hier sind. Das wird alles Trainingszentrum TSG Hoffenheim. Wolkenloser Himmel über Hoffenheim. Hier unten haben wir Karlsruhe, Heidelberg, hier liegt Hoffenheim. Und wenn Sie mal auf die Homepage von Hoffenheim klicken, unter Sehenswertes, da finden Sie das Heimatmuseum und sonst nichts. Aber das soll sich ändern, denn die TSG Hoffenheim hat Großes vor. Sie soll, muss, wird eventuell in den nächsten Jahren in die Fußball-Bundesliga aufsteigen. Die spannendste Story der Fußballgeschichte der letzten Jahre. Und das ist irgendwie vom Zeugwart bis zum Trainer, vom Geschäftsführer bis zum Platzwart. Da glaubt jeder dran, da will jeder hin. Und machen wir uns nichts vor, wir wollen alle in die erste Liga. Und das ist, auch wenn ich es nicht sage, gerne sage das Wort, aber es ist auch das Geilste, was es gibt. Mit dem Fassungsvermögen des Stadions mindestens 15.000 Zuschauer? Nein. Genau. Wenn nein, für wie viele Zuschauer ist das Stadion amtlich zugelassen? Ja, ihr müsst, ist das jetzt der jetzige Stand, wenn man das ausfüllt, oder die Zukunft? Das ist die Zukunft. Das haben wir lizenziert, sonst würden wir nicht spielen. Ja. Der Fragebogen, der hier vorliegt, wurde ausgefüllt, basierend auf dem Ist-Zustand des Stadions. Es geht ja nicht darum, was wir ausfüllen. Es geht ja darum, wie muss er ausgefüllt sein. Was Fakt ist, ab 1.7. Wie viele Parkplätze, bitte, gibt es im Umfeld der Stadionanlage? Schreien, nehme ich mir an. Hier steht ca. 120 plus Nutzung Kunstrasenplatz hinter dem Stadion mit ca. 150 da Plätzen. Ist das unser neues Parkplatzkonzept? Da kommt ja noch diese verweichte Tour auf der anderen. Nee, eine Seite vorher war doch das. Ich hab's. Entschuldigung. Parkplätze Wiesengelände, ca. 500 Plätze. Parkplatz Bahnhof, ca. 200, deshalb mit dem Shuttle. Parkplatz Große Minke, ca. 200 Plätze. Gesamthaft. Mhm. So, alles klar. Ich wollte nur mal sagen, nur dass es jetzt nochmal, dass das jeder versteht. Wir wollen doch 17 Mal hier spielen. Ja. Das ist doch unsere Versicherung. Also wenn wir doch hier allein schon mal aus 670, was Herr Sruschi vorliegt, 600 schreibt, dann müssen wir mit dem Klammerbeutel gepudert sein.
mehr oder viel mehr Parkplätze noch. Also ich muss ja nochmal sagen, das ist eine Verantwortungslosigkeit. Das muss ich sagen, finde ich auch nicht mehr lustig, da rege ich mich willig auf. Also hier ist unsere Zukunft, wir können ganz dicht sein. Wir machen hier Tag und Nacht und holen unseren Investor, bitten um Kohle und machen hier selber unsere Hausaufgaben, als ob wir die Amateure hoch 100 sind. Da aufstehen, da müssen wir mich als mal fragen. Ja, was heißt mal fragen? Entschuldigung, das liegt jedem vor, ist auch ein Tauschvorgang. Heute ist der 22. Überlegen wir, wir hätten ja heute keinen Termin, da wären ein paar Leute krank. Dann hätten wir es am 27. geben wir was ab, da lacht ja die ganze Welt. Mensch, nee. Also ehrlich. Jetzt erst einmal los, Satire. Was ist Hoffenheim, was ist nicht Hoffenheim? BSG Wismut Aue, Hoffenheim im Klein. Da kommt einmal wieder ins Auto, wenn der Große weg ist, kommt der Kleine wieder rein. Dann haben wir da einen Aufstiegsschal von Fürth. Wo sie gar nicht aufgestiegen sind in dem Jahr, hat dafür nur 1 Euro gekostet. Ein Strickschal hat die Frau von einem Mitglied von uns hat den gestrickt. Muss auch in die Sammlung rein. Also. Und da haben wir einen, der allererste Hoffenheim-Schal. DSG 1899 Hoffenheim, die richtige Entscheidung. Da hat man nur das Logo damals nur angedeutet gehabt. Und ja, das 1899 war damals beiläufig. Aber es war, wie gesagt, der erste Schal, was von Hoffenheim gegeben hat. Von Trainer Ralf Rangnick wird alles geben, damit diese Siegesserie nicht reißt. Morgen, 14.30 Uhr, im Fußballhauptstadion Hoffenheim. Thomas Klaassen und der Ersatztorhüter mit Nummer 26, Andreas Klaus. Tja, und Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Herr Marco Fritz, Auskopf, er pfeift für den SC Schöneburg. Ihm stehen zur Seite Markus Kugele und David Paulatsch. Herzlich willkommen in Hoffenheim. Tja, als Einlaufmannschaften freuen sich heute die F-Junioren der SG Bad Wimpfen und die E-Junioren des FC Asbach. Euch allen wünsche ich hier im Hauptstadion beim Spiel heute viel, viel Spaß. Sahen 2200 Zuschauer im nicht ausverkauften Stadion einen souveränen Sieg ihrer TSG. Die Mannschaft festigt damit den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Süd und bleibt klar auf Aufstiegskurs in die zweite Liga. Wir sind der erste Fanclub, wir sind direkt aus Hoffenheim, die Leute kennen sich und wir haben wirklich von jung bis alt, es sind ganze Familie dabei. Im Aufbau sehe ich da keine Hindernisse, ob jetzt Hoffenheim 3000 Einwohner hat oder eine andere Stadt, wo Millionen Einwohner hat. Schalke ist auch nur ein Stadtteil von Gelsenkirchen, so wie Hoffenheim ein Stadtteil von Zinsheim ist.
Wir wohnen seit 88 in Hoffenheim. Also ich fühle mich eigentlich auch jetzt wie in Hoffenheim. Bin zwar zugezogen, aber ich denke mal, ja, ist schon schön. Kleiner Ort, jeder kennt einen, jeder grüßt einen. Und es hat schon sein Vorteil auch, ne? Das sind die 18,99, ne? Dadurch, dass wir das jetzt halt hautnah mitkriegen, die Fußballer nebendran sind, ne? Und ja klar, und dann eben dieses, war ja dann in aller Munde, die Mannschaft wurde gegründet mit dem Ziel, aufzusteigen in die zweite Bundesliga. Und da war man halt dann dabei, ne? Hat mitgefiebert. Hoffenheim und Jochen Rothaus haben Großes vor. Sie wollen die Bundesliga. In Sinsheim wird gerade das Stadion gebaut. Der erste Spatenstich steht kurz bevor. Herr Rothaus hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Das ist auch richtig und wichtig im Fußball, den Mann fürs Geschäftliche und Geschäftssinn zu haben. Sie haben dann auch als Merchandising-Manager gearbeitet bei Bavaria. Unter anderem Tigerente, Sendung mit der Maus vermarktet. Auch das sollte man vielleicht wissen. Und im Fußball hatten Sie natürlich vor Hoffenheim eine ganz große Station beim VfB Stuttgart als Marketingchef. Von daher sollte die TSG Hoffenheim wissen, was sie an Ihnen hat. Schön, dass Sie da sind. Wir bauen ein Stadion für die Region, für die Fans, für den Zuschauer. Wir brauchen kein Stadion wie bei manchen großen Vereinen, wo die Architekten sich verwirklichen. Das gibt's definitiv nicht. Wir haben eine Markenphilosophie festgelegt. Wofür steht die TSG Hoffenheim? Für Bodenständigkeit, für Ehrlichkeit, für Komfort, für Modernität und Dynamik. Das heißt, wir wollen für den Fan, der Hardcore-Fan, der Tore, Wurst, Bier haben möchte, brauchen wir genau die optimalen Bedingungen. Schnelle Wurst, leckere vor allem, schnelles Bier, viele Tore. Also die eine Idee ist ja nun, das Ganze von innen zu beleuchten. Ja. Was präferieren Sie? Ich finde, das wird nachher die bessere Wirkung geben. Ne? Dann ist das Ganze, aber es geht natürlich A nur, wenn wir eine transparente Dachabdeckung haben. Können wir das auch farbig machen, weil Sie das vorhin gesagt haben? Ja, ist also wir können jetzt hier, wenn... Nein, kann nichts anderes machen. Nee, ich will es einfach mal sehen. Ja. Nee, das sehe ich auch nicht also. Sehen. Oh. Also blau, Herr Rothaus, sage ich Ihnen, gibt eine ganz kalte Farbe. Nach, ja gut, ne? Ja. Also, was wollen wir jetzt machen? Grün. Ich würde nicht blau machen. Nee, ist klar. Also ich denke mal eins mal... Das ist Fußball. Wir sind blau. Es gibt keine andere Farbe. Wenn Sie, ist auch schön. Ich sage Ihnen noch mal ganz ehrlich. Eine Vorführung beim VfB Stuttgart. 10 Leute sitzen dort und Sie hätten das blau gemacht. Alle, mein Spruch, den ich gerade gesagt hätte, weg, aus, Stecker rausziehen und so weiter, andere Farbe, hätte jeder gesagt. Wir sind im Fußball. Tunneldenker. Leidenschaft. Tunneldenker. Blau ist Kickers. Blau ist, also in der Zeitung, eine Anzeige. Ja, aber haben wir ja hier nicht. Wir haben ja das Thema nicht Stuttgart und Kicker. Aber hier ist das, natürlich, das sind ja andere. Unsere Farbe ist blau. Aber du kannst natürlich auch nicht blau machen. Hallo draußen im Badenerland. Heute ist ein besonderer Tag im Kraichgau. In Sinsheim kommt es zum ersten Spatenstich für die 60 Millionen teure Bundesliga-Arena der TSG Hoffenheim. Wenn es fertig ist, wird das Stadion 30.000 Zuschauer fassen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bau dieser Fußballarena ist nun ein konsequenter zweiter Schritt, um 1899 Hoffenheim
im deutschen Profifußball zu etablieren. Und ich kann Ihnen versprechen, es wird spannend hier in Sinsheim. Jetzt werden wir Stein für Stein jeden Tag sehen und dafür sind wir Ihnen dankbar. Jetzt halt, stopp. Vielen, vielen Dank nochmal von Herzen. Ja, super. Danke, alles super. Ach, das neue Stadion ist natürlich das Herzstück des Ganzen. Ohne das neue Stadion könnte das Fußballunternehmen, wenn wir es mal so nennen wollen, gar nicht funktionieren. Wir könnten niemals die Umsatzerlöse erzielen, die wir brauchen, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Aber mit dem neuen Stadion haben wir diese Möglichkeit. Hoffenheim. Lange Zeit nur Kreisliga. Bis einer kam, der eine Vision und das nötige Kleingeld hatte. Ein Mann aus der Region. Hier habe ich früher Fußball gespielt. Hier ist meine Heimat und hier investiere ich deshalb. Nicht Hopp oder Top, Hopp ist Top. Einer der Top-Verdiener Deutschlands. Dietmar Hopp, Mitbegründer des Software-Riesen SAP. Laut Manager-Magazin einer der 10 reichsten Männer Doch für ihn ist der Fußball kein Spielzeug. Hopp denkt langfristig. Ein Mann, ein Dorf, ein Antrieb. Suchen wir nochmal einen Trainer an. Tingel hier durch die Lande und mach hier irgendwie Klinkenputzen. Akquise. Die Herzen werden akquiriert. Nächste Woche bin ich im Neckarbischofsheim. Soll ich Ihnen was sagen? Wir haben für die Damen die doppelte Anzahl in unserem Stadion von Toiletten, weil sie doch immer kennen, weil sie Großveranstaltungen. Die Männer gehen immer schön rein, zack, zack, schnell fertig. Und die Damen stehen da und schauen einem immer mit so traurigen Augen an. Ihr Männer, habt ihr es gut? Also haben wir die doppelte Anzahl an Damentoiletten, damit wir auch den höchsten Komfort für die Damen haben. Ein paar Fragen brauchen wir noch. Sonst gehen wir nicht. Neues Stadion, meine Güte, sie wäre hier sonst gelöchert. Das ist ja ein Traum. 30.000, 40 Logen, 1.200 Business Seats. Das muss ich alles schon selber sagen. Fertigstellung Januar 2009. Das sind doch die Fragen, die Sie haben, so am Herzen, oder? Mich würde mal interessieren, wie wollen Sie das neue Stadion in Hoffenheim füllen? Sie müssten ja erst mal an der Euphorie, an der Identifikation arbeiten. Und das sehe ich bei Ihnen noch überhaupt keine Fortschritte. Mannheim, das Eishockey lebt, aber ja, die TSG Hoffenheim lebt für mich nicht. Dass Sie noch nicht sehen, das stimmt nicht. Wir haben relativ viel gemacht, aber auch da stoßen wir an Grenzen. Wir müssen nur Schritt für Schritt die Leute und die Herzen erobern. Und das ist echt nicht einfach. Was der Fanclub Blue Dragons dazu meint. Und er sagt, das kann ich nicht sagen. Ich habe mit meinen Leuten darüber noch nicht gesprochen. Ich kann nur meine eigene Meinung sagen. Das erste Gespräch, wo wir über die Geschäftsstelle gehabt haben, zwecks Fanverband, hat es ja dann geheißen, dass du von der TSG auch nicht dabei sein musst und die ganze Mitgliederliste und alles. Also auf Deutsch gesagt, dass der Fanverband von der TSG kontrolliert wird. Wir sind jetzt kein Fanverband, der von der TSG kontrolliert wird. Wir sind eigentlich alle selbstständige Vereine, die sich selbst verwalten. Und ich finde, dass wir uns da schon selbst organisieren können. Weil wir gesagt haben, wir nehmen auch noch dazu, wo wir merken und sehen. Endspurt ins Wochenende in Baden-Württemberg. Mit großer Spannung erwartet die Region das morgige Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen die Sportfreunde Siegen. Dem Dorfverein kann mit einem Sieg der Aufstieg in die zweite Liga gelingen. Neueste Verkehrsmeldung im Land? Eine Warnung für die A6 an der Ausfahrt. Wie gesagt, heute ist noch ruhig. Morgen um die Zeit steht für 2-0. Und Stau auch auf der A. Auf, aufstellen! Jetzt haben wir wenigstens alle gesehen, wo dabei waren.
1:0 für die TSG Hoffenheim. Der Endstand, eine überragende Leistung. Die Region hier in Baden, sie steht Kopf. Es ist vollbracht durch einen nie gefährdeten Sieg. Die 3000-Seelen-Gemeinde angekommen in der zweiten Liga. Ja gut, aber das ist die andere Seite, das ist nicht vom VIP-Eingang, ne? Der VIP-Eingang ist da hinten, ja genau. Wir sind jetzt genau in der Nordostecke. Ja genau, quasi, ne? Genau, gegnerische Fans. Nordwestecke. Genau, Gastfahr, genau, hier ist nicht heim. Ja doch, die Nordostecke. Von hier ist jetzt quasi ja, Gast. Hier ist Gast. Ja. Das ist eigentlich das Spielfeld jetzt hier vorne schon. Wo wir schon sind? Ja, wir fahren jetzt mal zum Tor. Zum Tor, das ja ist der Spielerzugang zum Spielfeld. Jetzt stehen wir also sozusagen hier. Da muss ich aussteigen. Am Spielerzugang. Das ist ja ganz geil. Das ist ja ganz geil. Oh Wahnsinn, das ist schon Spielfeld. Das ist ja brutal. Das ist dann quasi das ist, was Sie da jetzt so im Rolling sehen. Da haben die da angefangen, ja, sozusagen schon das mal vernünftig zu machen. Das ist quasi der Ball, auf dem oben die Promenade läuft. Was passiert mit unserem Stadion? Wir haben jetzt ein Stadion, wo schon, ich war mal draußen, macht euch die Mühe, fahrt mal hin. Das Spielfeld ist fertig. Das Spielfeld ist plan. Und es sieht ja geil aus, aber das sieht keiner. Kein Foto im Internet, kein Foto irgendwo, keine Webcam, keine Baustellencam, zero. Zero, ohne Schuldzuweisung, aber wir müssen konstatieren, es passiert zero. Eine interessante Plakatierung an vielbefahrenen Stellen, was wir jetzt am Kaufhof gemacht haben. Ist ja nicht befahren. Da fahren ach, die Bergheimer Straße zigtausend Autos. Ja, aber vorbei. Du siehst es vom Auto aus nicht. Kannst deinem Kumpel sagen. Okay, aber das ist doch nicht schlimm. Man sieht es vom Auto aus nicht. Das sehen die Fußgänger. Da müssen wir doch auch mal ehrlich sein. Ja, also mal runterschreiben, Gedanken machen und so weiter. Was? In Sinsheim, Stadtanzeiger, da müssen wir. Das wird ja in jedem Haushalt hin. Doch klar, den kriege ich ja jeden Tag. Jeden Donnerstag. Das ist ja nicht mehr. Darum geht's nicht. Unser Ansatz muss sein. Wir müssen jetzt so langsam, und nochmal jeder Tag zählt, wir müssen das neue Stadion vollkriegen. Wir müssen dort einfach schon jetzt die Leute mitnehmen. Jetzt können wir mal zeigen, dass wir eben was gelernt haben und dass wir ein kreativ geiler Laden sind. Weil jetzt kommt es auf uns an. Jetzt müssen wir sagen, wo ist Mosbach? Wo ist Heilbronn? Vorsicht, wir kommen. Wir haben jetzt eine Truppe, Vorsicht, die Hoffenheimer, die greifen jetzt mal an. Aber wo sind wir? 1899 Hoffenheim in der zweiten Fußball-Bundesliga. Endlich ist es soweit. Erleben Sie die stärkste zweite Liga aller Zeiten ganz in Ihrer Nähe. Live mit 1899 Hoffenheim. Noch einmal herzlich willkommen hier bei uns im Museumshof. Wir wollen jetzt auf Ihren ganz besonderen Wunsch hin, alle miteinander, alle ohne Ausnahme, das Badnerlied singen. Wer stimmt an? Ah, wir haben doch Sänger da. Alt Heidelberg, du Feine, du Stadt an Ehrenreich, am Neckar und am Rheine, keine andere kommt dir gleich. Drum grüß ich dich, mein Vaterland, du edle Herr im deutschen Land, in deutschen Land, frisch auf, frisch auf. Frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, mein Vaterland. Baden ist die Region hier. Und wir kommen aus Baden. Und das, also der Verein ist ein badischer Verein und das sind wir.
das Badische und das Württembergische, da waren ja viele Kriege und Gebietsansprüche dahinter. Und über die Leute stehen zu ihrem Land, wo sie aufgewachsen sind. Das ist genau, wenn ich ins Bayerische gehe, da gibt es ja auch die Franken und die Bayern. Also obwohl es alles Bundesland Bayern ist, also wenn man zum Franken sagt, er ist ein Bayer, der geht am an der Hals. Das ist genau der gewisse Patriotismus, wo wir eben auch fürs Badische aufbringen. Wiesbaden 2:3, aber trotzdem Riesenapplaus für unsere Mannschaft, jetzt erst recht. Ich weiß, das habe ich vorhin gesagt. Das kannst du nicht machen, du kannst nicht aufhören, in der zweiten Liga Druck zu machen. Du kannst nicht nach 20 Minuten mehr durch das Spiel gewinnen. Ich weiß. Wie viel habe ich noch gesagt? Ich kriege mit Standards mal her. Wir müssen den Druck weiter aufrechterhalten, das war der große Fehler. Jetzt in der letzten Runde an, weil ich die ganze Runde verfolge. Beginnt jetzt der Abstiegskampf oder ist es für die Frage noch zu früh? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich mich damit nicht beschäftigt, aber eine Tabelle nach 3 Spieltagen sagt für mich noch nicht viel aus. Das habe ich auch letzte Saison gesagt, sondern die beginnt dann aussagekräftig zu werden, wenn 10 Spiele gespielt sind. Aber heute war es so, dass man wirklich sagen muss, mit Ausnahme von ganz wenigen Phasen, dass wir einfach klar unterlegen waren. Jedes Mal den Ärger, dass wir nicht wissen, das war ein Augsburg-Spiel und es war ein Wien-Spiel. Ich muss doch 4 Tage vor Spielbeginn wissen, ich habe 7000 Plätze verkauft oder eben nicht. Weil was soll ich denn für Kommunikationsmaßnahmen? Was soll ich dem Herrn Sieger sagen? Soll ich ihm sagen, ja, schreiben Sie nichts, wir sind eh ausverkauft? Woran liegt das? Ich weiß nicht. Woran liegt das? Und ich glaube, wir haben jetzt noch eine Excel-Tabelle gemacht. Ne? Ja, aber das pflegt ja niemand. Der Emil sitzt da vorne und dann geht er anschließend nach Hause und macht eine kleine Strichliste. Deshalb muss man die Striche am Ende des Tages zählen und den Stand in einem Tag eintragen. Und dann hat man eine Formel, Kapazität minus Tag X minus das. Und dann habe ich irgendwann mein Ergebnis. Wir müssen das organisieren. Was heißt organisieren? Es muss sich jemand die Zeit dafür nehmen, diese Statistik am Ende des Tages einzutragen. Ja. In ein Blatt. Ja. Das Dreckszuschaueraufkommen gegen Augsburg. Was machen die den ganzen Tag?
Das mache ich in einer Stunde. Und was machen die den anderen Tag? Wenn es wenigstens wäre, dass wir nicht nachkommen, dass wir sagen, oder wir sind hoffnungslos überausverkauft. Ich könnte 15.000 Dauerkarten verkaufen. Aber wir sind ja kaum ausverkauft. Das heißt, wir kriegen Stress für ein paar lumpige Karten. Gegen Osnabrück, sag ich mal, kommt doch keiner. Wie viel haben wir verkauft? 20? 30 maximal. Überleg mal, 30 Karten. Das Spiel müsste doch schon abgerechnet mit dem Schleifchen bei der kaufmännischen Abteilung sein, weil keiner mehr Karten kauft. 30 Karten. Überleg mal, was ist. Gegen wen hatten wir 1.000 wenigstens? Wir haben 30. Und da können wir heulen. Das, was auf dem Rasen passiert, ist letztendlich das Core-Business. Und davon hängt fast alles ab. Und zwei Niederlagen bedeutet für die Marke und für den Markenauftritt schon was ganz anderes als zwei Siege. Wir müssen optimal vermarkten, um die Wirtschaftlichkeit, um die Kapitalisierung dieses Projektes nach vorne zu treiben. Aber das Maß aller Dinge ist der sportliche Erfolg. Ohne sportlichen Erfolg ist alles nichts. Ja, da raus, hinten, hey. Das sind die Verträge, die haben wir hier schon mal gesehen. Können wir sagen, schaut die einfach noch mal drüber. So, dann haben wir die Vergütung. Dieses ist die Vergütung in der zweiten Liga, das ist die in der ersten Liga. Absolvierst du 25 Einsätze, erhöht es sich auf diese Summe sozusagen. Ne? Wir haben den gestern geprüft, juristisch noch mal, das ist alles wunderbar. Du kannst also jederzeit unterschreiben. Steht alles drin, was du wissen musst. Mal, aber jetzt wird's ernst. Ja, ist schon ernst. So. Genau. Am besten jede Seite kurz zeigen. Genau. Ja, Paraffin die Morgen. Paraffin, genau. So. WI oder VI oder. Wir sind schon im Augenblick auch in einer Investitionsphase. Ja, das ist, ich glaube, das muss man auch gar nicht näher erläutern. Die Investitionen, die jetzt getätigt worden sind, das ist aus dem laufenden Etat und aus den Mitteln, die einem Zweitligisten zur Verfügung stehen, nicht zu stemmen. Wäre völlig ausgeschlossen. Insofern sind wir da schon auch in einer privilegierten Situation, die sich nur aus der Unterstützung durch Dietmar ergibt. Na ja, gut, der Sportverrückte schaut in erster Linie auf den Erfolg. Der Sportunternehmer schaut darauf, dass alles finanzierbar bleibt. Bei mir ist da sicherlich im Moment viel Gefühl dabei. Wir wollen den Erfolg haben, aber ganz klar auch das Kalkül. Dieses Unternehmen kann nur dauerhaft erfolgreich sein, wenn die schwarzen Zahlen kommen. Also muss das funktionieren, ist das Ziel Nummer eins. Zum Sport. Der Aufsteiger Hoffenheim vermeldet die letzten Neuzugänge für die zweite Liga. Insgesamt investierte die TSG mit 20 Millionen Euro mehr als alle Zweitligavereine zusammen. Spieler, die zur Philosophie passen, in die Mannschaft passen, zum Umfeld passen, die jung sind, die Ambitionen haben, die auch die Qualität für die Liga 1 haben. Ja, und die natürlich dann mit einem moderaten Vertrag ausstatten und die entwickeln. Und dann am besten natürlich irgendwann die Spieler so wertvoll machen, dass sie aus dem Ausland am besten für viel Geld gekauft wird, dass wir auch Transfererlöse haben. Ja. Aber die anderen Spieler waren ja schon alle da. Da ist der Eduardo, den suche ich schon die ganze Zeit. Der gehört nochmal da unten hin. Gustavo, der ist ja auch neu, Mittelfeldspieler. Das war dann, wie gesagt, der Dembaba, sehr guter Spieler, alles Brasilianer, ne? Der Obasi, der Pierre Nielsen, bin ich mir nicht ganz sicher, wann der gekommen ist. Da müsste man jetzt wirklich mal meinen Mann reinholen, weil der das nämlich genau weiß. Der? Vedat, Ibizev. Ibizev, der ist zuletzt gekommen, der? Dembaba. Ne, ja. Isa war vorher da. Der Isa war vorher schon da, ja. Hier, der Obasi. Obas, ne? Und Dembaba ist gekommen und der... Der Eduardo. Eduardo. Ja. Carlos. Richtig. Der Carlos. Ja.
So, und auch noch zurück. Bitte schön. Wer hat keine Busfahrkarte? Busfahrkarte gibt's hier. Sonderpreis heute 7 Euro. Servus. Wie, alles klar? Seid ihr gerüstet? Servus. Hi. So. Danke. Viel Glück. Tschüss. So. Auch ein Tütchen. Geht so. 39,48. 39. Ich kaufe nicht so viel Süßes. Geben Sie denn nicht so viel Süßes. Okay. Leute, ihr macht mich ganz durcheinander. Das auch? Jo? Das habe ich nicht. Und das? Anna? Ja. Moment. Ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Wir drücken die Daumen. Tschüss. Tschüss. So, ciao. Da im Bus kommen noch einer? Ich weiß es nicht. Da vorne kommt einer. Da hinten kommt einer. Und genau den nehmen wir jetzt. Komm, wir laufen und gehen. Der ist für uns jetzt. Nee, warte mal. Lass ihn mal fahren. Lass mal die Kinder fahren. Habt ihr eure Karte? Will die Karte sehen? Ja, ich weiß, bei dir weiß ich ja. Ihr habt gestern bei mir bezahlt. Nein. Ja, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Er weiß es ja, nicht. Leier, komm noch vorne. Warum mache ich einen Scheiß drin? Erstmal ist unser Geld, wo wir verdienen, Messer. Und zweitens, was heißt, dass zu viel Kater hergeben? Trägt euch neue Scheiß drauf. Lass mich das nicht ein. Ja, du. Du hast mit deinem Maschel fliegen dabei, oder was? Nee. Aber gibt nichts Neues. Was kommt? Da gibt nichts Neues. Kannst du vergessen. Hol noch eines, hat keinen Wert. Da stehen ja noch 40, 50 Leute, holen einen Bus, hockt in der Auto und fahrt fort. Oh Mann. Hey, nur 35 Leute. Na ja, dann rechnest du noch 10 für 45. Ja, lang. Ich wünsche ganz viel Glück, Herr Rangnick. Ja, und dass ihr ein schönes Spiel habt vor allen Dingen. Ja, das wird schon. Gell? Sind mit der Hexenkessel. Ja, da müssen wir durch. Und wir drücken die Daumen, danke. Gell? Bis dann, ja, tschüss. Ja, thank you.
Fußball ist Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird Bayern in den nächsten 5 Jahren deutscher Meister? Ich würde sagen 98%. Und Bielefeld, was würden Sie sagen? 2%. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, fragen Sie Fachleute, wird TSG Hoffenheim in den nächsten 5 Jahren in der ersten Liga sein? Da werden Sie von Fachleuten eine hohe Wahrscheinlichkeit bekommen. Und das ist quasi das Businessmodell, mit dem wir arbeiten. Es ist eigentlich, Klinsmann sagt immer, es ist keine Frage ob, nur eine Frage wann. Wie transportiert man auf ein unemotionales Produkt, wie es ja Versicherungsdienstleistungen einfach sind, diese Emotionalität? Das ist letztendlich meiner Meinung nach immer diese positiven Soft Skills, weil einfach der Multiplikator so groß ist. Also so dieser Aufstieg hier, ja, es ist so brutal emotional. Also die Leute heulen, ja. Also das ist so, wie viel Sehnsucht und wie viel Menschen daran partizipieren. Das ist brutal. Und das kriegen sie ja mit einfacher Anzeige oder einem Spot, kriegen sie nicht hin. Und das ist letztendlich immer die Möglichkeit. Machen wir weiter. Wir sagen, okay, bis das Stadion in 15, 18 Monaten fertig ist, gehen wir auf die Brust mit nicht dem Hauptsponsor Basler Versicherung, sondern mit der Basler Arena, sagen wir so, ja? So, das heißt, wir penetrieren quasi medial den zukünftigen Namen, so wie Sie es da sehen, und dann ist das Dach quasi fertig, dann geht man von der Brust aufs Dach und dann kommt hier drauf Coca-Cola, Würth, Schibo, völlig egal. Also dann wechselt man einfach, weil dann dieser Teil ist abgeschlossen, dieser Wachstumsteil, der Partner wächst mit dem Stadion, mit dem Verein und geht dann aufs Dach. So, und das ist jetzt unsere duale Strategie. Beides ist einzeln zu verkaufen, beides verhandeln wir einzeln, die Namensrechte oder auch die klassischen Hauptsponsor. Das haben wir Ihnen nur einmal so ein bisschen mal erklärt. Gibt es auch Preisschilder für die einzelnen Stufen? Ja. Oder macht das keinen Sinn vor Konfiguration der einzelnen Pakete? Doch, es gibt ganz klar, zweite Liga Hauptsponsor kostet 1 Million. Okay. Ja, also wenn es jetzt... Ein bisschen mehr? Habe ich was falsch gemacht? Aber es ist wirklich... Aber nicht viel mehr. Man muss viele Frösche küssen, um den Prinzen zu finden. Schwierig. Ich glaube, dass wir ganz gut uns verkauft haben. Vorhin. Oder? Also ich glaube, dass der gesehen hat, dass wir auch verkaufen wollen. Das ist ja auch legitim, das ist ja auch ein Prozess. Also der kommt ja nicht hierher, damit wir irgendwie Kuchen essen oder so. Ja, aber auf der anderen Seite glaube ich, musste das Gefühl eigentlich mitnehmen, dass wir es ehrlich meinen und dass er gut aufgehoben ist. Und das Produkt, also wenn er Geld ausgibt, dass er hier auf jeden Fall nichts falsch macht. Das ist doch mal ein Vertrag. Das sind doch mal ein paar Zahlen, das ist doch geil. Herr Sruschi? Ja? Hey, Sie lesen das und ich lese das hier. Oder? Ja, wie zu ihm telefoniert. Komm mal. Erhalten Sie. Den von uns, ja. Den ersten, genau. Ja, den ersten Entwurf. Aufgrund des sehr engen Zeitfensters. Komm mal, sollten wir die offenen Punkte und sich nach Prüfung. Wir haben uns erlaubt, jeder wird angeguckt. Erfolgsprämien, ja, in den Vertrag mit aufzunehmen. E-nehmen. Auf den Punkt.
So, Freunde der Nacht, mehr können wir nicht tun. Mehr können wir nicht tun. Ja, ist ein fairer Vertrag, ein sehr guter Vertrag. Ja, da sind schon natürlich zweistellige Millionenbeträge, die, ja, schon, ich denke, das ist für beide eine Challenge. Wir sind beide, sag mal, die Outperformer dann, ja, Runner-up, wie auch immer. Ich freue mich sehr. Also, wenn das klappt, muss ich sagen, top. Ja, nee, nix Gratulation. Ich bin erst da, wenn die Tinte, naja, wenn beide, wenn der Präsi, ja. Ja, mein Gott, aber Sie wissen schon, also Pferde vor der Apotheke. Wir arbeiten aber die Themen, die wir gerade besprochen haben, von der Handvorlage arbeiten wir ein. Das macht der Srushi, der ist im Auto jetzt gerade schon dabei. Wenn der Gregor hier keinen Unfall baut, dann wird es auch funktionieren. Ja. Ich sag nochmal, in unserer Situation, Respekt. Respekt, was der Srushi wieder verkauft hat. Schlag, bravo. Wir werden immer enttäuscht, oder wir kriegen ganz viele Absagen. Wir haben so viel Klinken geputzt, wir haben so viel getan. Alles vorbereitet, alles, und dann Minute vor der Unterschrift sagen die Edgy Badgy, wir haben uns doch nochmal überlegt, wir sind heute schlecht aufgestanden, wir wollten ihnen zwar 10 Millionen geben für ein paar Jahre, aber haben uns anders entschieden, machen wir nicht, wir gehen zum anderen Verein oder wir lassen es oder wir machen gar kein Sponsoring. Ja, so what? Das ist das Leben. Was meinen Sie, wie viele Narben ich da schon davon? Aber das ist doch völlig easy. Nochmal, es ist kein Wunschkonzert, das Leben ist kein Heimspiel. Das ist mein Motto nach wie vor. Thank you.
Ja, die haben den Herrn Hopp angegriffen, massiv angegriffen, mit Plakaten, ne? Die Mannschaft angegriffen. Also es war nicht schön. Da weht jetzt ein rauer Wind. Ist halt irgendwo, ich verstehe es nicht, warum. Und ich denke mal, jeder andere Verein wäre ja auch froh, wenn er irgendwo jemanden hätte, der wo das dann so fördern würde, wie es der Hopp halt hier macht. Dabei geht es im Grundsatz um eine Glaubensfrage. Millionen oder Traditionen? Der Mainzer Manager Christian Heidel hatte sich über die finanziellen Möglichkeiten in der Hoffenheimer Retorte echauffiert und so möglicherweise Fanproteste gegen den Neuling mit verursacht. Ich finde es ein bisschen schade, eben, dass jetzt da ein Verein im Endeffekt fast erfunden wird, auch wenn die TSG, weiß ich, auch eine Tradition hat. Aber im Endeffekt wird jetzt ein Platz im Profifußball weniger sein. Das ist jetzt 35 plus Hoffenheim. Und Hoffenheim wird nicht zu stoppen sein. Sie werden über kurz oder lang definitiv in der Bundesliga sein. Die Leute, die nun reklamieren für ihren Club, dass er unterdrückt ist durch andere, die zu viel Geld haben, wie beispielsweise Hoffenheim, die würden natürlich liebend gern einen Ronaldinho verpflichten und würden gar nicht fragen, wer den bezahlt hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Hass auf uns noch größer wird, wenn man feststellt, dass unsere Investitionen sich gelohnt haben. Komm. Ja, der kommt da. Sieh's. Okay. Jawohl. Ja, voll. Ja, okay. Wir haben fast 2000 Aufkleber weggemacht. Von Kirchen, jedes Schild. Wir haben es alles weggemacht. Wir haben überhaupt kein Problem. Wir haben es weggemacht und so weiter. Es haben sie kleine Fans, kleine Kinder, mussten ein Trikot auf der Straße ausziehen, mussten ihren Schal abgeben, die sind mit einem T-Shirt rumgelaufen. Also ist alles okay. Also okay ist es nicht, aber wir wollen uns nicht jetzt irgendwie, sag mal, rechtfertigen. Aber aus Ihrem Brief kommt so ein bisschen, ich habe den zweimal gelesen und habe dann gedacht, der liebe Herr so, ich glaube eigentlich, er gibt uns die Schuld, dass hier was passiert ist. Okay? Aber jetzt habe ich noch mal ganz kurz eine Frage. Aber das Unmut aufgehört, ist klar. Aber bei aller Liebe, aber wir haben auch viel abbekommen, meinen Sie nicht auch? Also die soll uns ja nicht lieben, die soll ja auch uns besingen, das ist ganz klar. Aber Sie wissen, was ich meine, die soll einfach diese Person, das, oder dieses Hass schüren. Und das ärgert uns natürlich auch, weil, mein Gott, wir haben 11 Spieler, ihr habt 11 Spieler, der Bessere gewinnt. Ja? Also ich sage nochmal, gut, zum Glück, bei mir kann ich noch durchgreifen, weil es halt wenige sind. Also wenn unsere Fans sich so benommen hätten, den hätte ich die rote Karte gezeigt. Leute, es ist einfach so, dass wir jetzt Tacheles reden müssen und dass wir einfach diese Probleme, die intern mit den einzelnen Fangruppen scheinbar da sind, einfach lösen müssen. Man, wir haben vor einiger Zeit beschlossen, Spartenlied, dass wir das als Stadionhymne nennen. So lange, bis die Stadionhymne kommt. Wir haben ja gesehen, dass tut sich Jung und Alt mit identifizieren. Und deswegen war dir damals das ein Mitbeweggrund. Ich stehe weiterhin, oder wir stehen weiterhin dazu, dass wir nicht pro Badener Lied sind. Ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. Ja? Und wenn sich jemand dadurch angegriffen fühlt, muss er auf uns zukommen. Ich frage mich, warum ihr Probleme im Badener Lied habt. Erstens sind wir ein badischer Club. Ja. Das sind wir schon. Na, habt ihr euch der falsche Club gesucht? Hoffenheim ist in Baden-Württemberg. Wenn ihr seid stolz auf euer aufs badische Land und aufs Badener Lied, singt ihr mit Stolz, ja? Dann dürfen doch wir auch aus Stolz unsere Württemberg-Fahnen wählen. Leute, wie es der Thomas gesagt hat, wir müssen eine Fankurve mit 9000 Fans. Was glaubst du, wie viele Württemberger wir da brauchen? Aus Heilbronn? Aus der ganzen Kante? Ich denke, dass eine große Rolle doch spielt, dass wir so einen Konflikt haben jetzt in der Fanszene von Hoffenheim, sag ich mal. Altfans, Regionalliga-Fans versus Neufans, Zweitliga-Fans, für mich die eigentliche Konfliktlinie. Manchmal denke ich, ihr habt irgendwie manchmal Angst, dass andere Fans kommen und euch lauter sind und andere Ideen haben oder so. So kommt mir das manchmal vor. Das kann jetzt ganz klar dementieren. Ich meine, wenn sich noch uns neue Fanclubs gegründet haben, du kannst die ganzen Fanclubs fragen. Ich bin auf die zugegangen, habe mir Hilfe angeboten und so weiter. Das auch immer zu mir gesagt am Anfang. Also das kann ich also auch nicht sitzen lassen, dass wir Angst haben, dass andere kommen. Im Gegenteil, wir freuen uns, wenn andere kommen.
es geht. Wir werden wieder siegen, Regen oder Schnee. In unserer Mannschaft ist das Lied von TSG. Ich sag mal, den Hoffenheim-Fan gab es ja bis vor 2 Jahren noch gar nicht oder bis vor 1,5. Und auch die, das muss sich jetzt erst entwickeln. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 12 oder 13 Fanclubs angelangt. Bis vor einem Jahr gab es noch gar keinen. Und ja, so haben wir eigentlich auf allen Ebenen gerade die spannende Situation, dass Dinge im Fluss sind, Dinge sich entwickeln. Jeder ganz gespannt ist, was jetzt als nächstes passiert und oder wohin uns der nächste Schritt bringt. Vor Saisonende bahnt sich ein Fußballwunder an in Baden-Württemberg. Der Verein eines 3000-Seelen-Dorfes spurtet dort derzeit durch die ganze zweite Liga und spielt, wenn alles gut geht, im Herbst gegen Bayern München. Das heißt, gibt es Tageskarten, gibt nichts mehr? Ist vorbei? Keine Karten mehr. Ausverkauft. Das ist doch. Also die Botschaft ist, Tageskassenverkauf jetzt nicht, geh mehr, Sushi. Gut, das ist ja eine Botschaft, die ist ja wichtig. Hoffenheim in der zweiten Fußball-Bundesliga. Hallo, hier ist Mike Diehl. Mit einem Sieg kann der Traum von der ersten Fußball-Bundesliga wahr werden. Tickets ab 12 Uhr an den Gästekassen. 1899 Hoffenheim. Morgen ist der 34. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Hoffenheim steht auf dem Aufstiegsplatz. Kann durch eigene Kraft den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, also ins Fußball-Oberhaus schaffen. Und die Euphorie im Kraichgau ist natürlich riesig. Wenn man mal so nah dran ist, dann möchte man den Match mal auch verwandeln. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige, der x-mal eine Flanke von links oder rechts hat in den Strafraum segeln sehen in seinen Träumen. Und Demba oder Edu oder Compair oder Pelle Nilsson, wer auch immer, man hat das Ding da in die Maschen gehauen und der Schiedsrichter pfeift ab und wir heben die Hände. Das ist einfach so. Wenn man jetzt in die Straßen reinkommt, das ist extrem. Also, da hängt schon alles voll, kann man sagen. Und es sieht gut aus. Überall beflaggt. Hier links, rechts, das ist doch schön. Schau mal da oben am Balkon. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Könnte noch mehr sein. Die Leute trauen sich nicht so richtig. Ich glaube, irgendwie, das ist für die. Die haben das ja nicht so gewohnt. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Das kommt noch. Hoffenheim. Noch eine Info von unserem aufstrebenden Zweitligisten. Nach dem Spiel gegen die Greuther Fürth lädt die TSG alle Fans zur großen Saisonabschlussparty in die Messe Sinsheim ein. Seid dabei!
ihr solltet mal da reinfahren, was wir uns für eine Mühe gemacht haben. Das ist brutal. Ey, wenn du aufsteigst, musst du ja wenigstens ein bisschen feiern auch noch. Es sind mehrere, die gesagt haben, sie gehen nicht auf Sinse, weil da ist alles sonst zu groß. Sie wollen den Masse-Event nicht, sie wollen unter sich feiern. Ich möchte mit Freunden feiern und nicht mit 15.000 Wilder, die ich gar nicht kenne. Weil es wird so sein, dass dadurch, dass halt Musik angesagt ist, Freigetränke gibt und so weiter und so fort, viele Leute, die gar nicht hinkommen, weil sie Interesse an Fußball haben, sondern ganz einfach Interesse nur an der Musik oder an das oder das. Und da bleiben wir draußen vor und haben eigentlich nichts davon. Also ich war ja jetzt vorhin auch in der Messe. Und was ich sehe, was der Mike die Woche alles für die Fans hat gemacht hat und aufbauen lässt, ja. Wer das anschlagen sieht. Für alle Fans? Für alle Fans. Natürlich für euch auch die Fans im Stadion. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dass ihr das separat feiert. Wir sind eine Gemeinschaft. Alle sind dort. Alle ist eine Gemeinschaft. Morgen in Sinsheim in der Halle 6. Was du jetzt sagen, wir zwei fahren lieber. Guck uns das an, das Friede ist. Aber wir wissen, wie die Leute denken. Dann bringe ich die Meinung nicht raus. Also mit Gesetz obligatorisch, aber ich sage, ich weiß, wie die Leute denken und du weißt es auch. Und das ist so. Dann würde ich sagen, dass wir uns mal angucken, oder? Wir zwei, oder? Es versucht jeder Verein, seine Fans so zu basteln, wie sie gern möchte, aber man kann nicht also jeden biegen, wie man ihn gern möchte, weil jeder ist seiner sich selbst. Und wenn er jetzt sagt, er möchte im Stadion ein Bier trinken, der andere sagt, er möchte vier Bier, der andere sagt, er möchte Wasser trinken. Man kann nicht biegen, wie man ihn gern hätte. Die Leute sind alle sich selbst. Die Sponsoren, die haben hier 700 Plätze. Die Fans haben hier Tausende von Plätze. Wir haben einen Haufen Stehplätze für die Leute, die vielleicht beim Spiel ganz vorne stehen wollen und gucken wollen oder so, keine Ahnung. Wir machen das wirklich nur für die Fans und für die große Familie Hoffenheim, für Sponsoren, für den Hopp. Weißt du, für uns Fans, wir Supporter, wo ich alle kenne, wir haben jetzt schon eine Verbindung aufgebaut. Und das ist wirklich, dass man sagen kann, wir können zusammensitzen und können noch zusammen ein Bierle trinken. Das ist das Fall, dass wir würden aufsteigen. Habt ihr keine Lust, hier eure Mannschaft zu feiern, wenn ihr auf die Bühne, auf den Catwalk kommt, vorkommt, jeder einzeln aufgerufen wird, die Welle machen und tralala. Wir feiern unsere Mannschaft, 34 Spiele in der Saison. Und dann im Highlight nicht dann. Und im Highlight? Ja gut, wir feiern unsere Mannschaft auch in gewisser Weise. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen das letzte Spiel zusammensitzen, ein paar Wäschlein und ein paar Bier trinken. Hallo. Wir müssen uns morgen hier sehen, Männer. Deswegen sind wir alle da, weil das war jetzt aber wirklich nicht abgesprochen. Im letzten Jahr, ist nicht so glücklich gewesen, die Geschichte. Das war hart. Und wenn es auf dem Sportplatz ist, mach es zusammen. Und das hier ist natürlich großartig. Ja, weil wir haben das gerade erörtert. Und zwar, wir haben letztes Jahr, durch das das unglücklich gelaufen ist, wir haben vor ein paar Wochen... Ja gut, aber ich sag mal, da hat der Kern von uns war auch Regionalliga und zum Teil Oberliga dabei. Und wir haben halt gesagt, wir fangen morgen früh um 10 Uhr, machen wir bereits ein Frühstück, da gibt's Rührei mit Schinken, da gibt's Nusszopf, Kaffee und alle. Okay. Ja. Toll für morgen. Ja, auf jeden Fall, mit drück auf jeden Fall, weil wir... Naja. Ihr habt's euch angeguckt, überlegt's euch und wäre schön, wenn man euch auch mal sieht. Brauchen wir gar nicht mehr drum herumreden, Mike. Ganz einfach, der, wo hingehen will, soll hingehen. Der soll hingehen, der, wo nicht hingehen will, der Geld hat, nicht gehen. Eben, also, so machen wir es. Und ich gehe nicht hin. So machen wir es. Okay.
Es ist vollbracht. Durchgestartet aus der Regionalliga direkt in die Bundesliga. 1899 Hoffenheim schreibt Geschichte. Dann haben wir Südwest geguckt, Viertel vor elf muss als gucken. Da war dann der Easy Beach da, der Federt, haben sie dann interviewt. Und es war auch noch gut, aber es war ein super Spiel. War echt klasse, ja. Ja, wenn die so weitermachen, ne? Champions League. Ja. Weil haben sie ja wieder der Hopso beleidigt, ne? Das war doch. Ich weiß nicht, wenn ich geschrieben war. René. Die hatten ein Plakat dabei, ja, mit dem Bild steht drin. Also gesungen habe sie das Übliche, ne? Unter der Gürtellinie. Ja. Am Anfang ging es ja noch und dann ging es wieder los. Aber ich fand es gut, es hat ja alles dagegen dann geputt, ne? Das ist doch, was hat das damit zu tun, gell? Wir haben dann gesungen, ihr könnt nach Hause fahren. Haben wir gesungen. Thank you.
dürfen mal zitieren aus einem offenen Brief der FCK-Fanszene. Da heißt es: Ihr Verein, Herr Hopp, hat alle Evolutionsstufen eines Traditionsvereins ausgelassen, kann keine Wurzeln im Fußballsport vorweisen und tritt alle Werte, die Millionen Fußballanhänger im tiefsten Herzen tragen, mit Füßen. Nicht harte Arbeit hat Ihren Verein nach oben gebracht, nein, einzig und allein das Geld. Was sagen Sie diesen Menschen? Schauen Sie, Tradition. Heute gäbe es keine Microsoft, es gibt kein Google, es gäbe auch keine SAP, wenn Tradition Voraussetzung gewesen wäre, um mitzuspielen. Und genauso sieht es im Fußball aus. Hier muss man sich sportlich qualifizieren. Das haben wir getan und deshalb spielen wir mit. Stelle ich mal jetzt den Antrag, dass man eigentlich heute, da jetzt unser Fanverband um einiges größer geworden ist und wir Vollversammlung haben, dass wir die Vorstandschaft komplett neu wählen können. Dass viele andere auch die Chance haben. Ich bin der Meinung, dass er zum ganz neu eingeladen werden muss. Ja. Eindeutig. Und nicht, wie ihr euch das da gerade mal hinkremet. Es kann überhaupt gar nicht sein, dass auf einer Sitzung, ohne dass das auf der Tagesordnung steht, der Vorstand neu gewählt wird. Also es ist Putsch und Revolution hier. Ich sehe das nicht als Putsch, aber wenn man einfach den ganzen neuen Fanclubs die Möglichkeit gibt, sich mit dort zu integrieren. Ich möchte jetzt mal ganz gerne wissen, warum habt ihr es jetzt so eilig, den Vorstand da abzuwählen? Also, jetzt sage ich mal was dazu, was ja mich betrifft. Ne? Also, hallo, jetzt rede ich. Ja? Also, können wir uns gerne mal drüber unterhalten, was dieser Fanverband geleistet hat, bevor ich in diesem Vorstandsamt war. Die kann man auch ganz kurz so zusammenfassen. Das, was auf der Seite hier steht, ist das, was der Fanverband in 7 Monaten vor meiner Amtszeit gemacht hat. Er hat sich um Container getroffen, hat Bier getrunken, ja. Das müsste der eine oder andere noch in Erinnerung haben, ja. Hey, was meinst du? Jetzt will ich mal was dazu sagen, zu dem Bier trinken. Ich meine, wenn du dich da mit euch beziehst, aber vorher war der Fanverband. Wir haben dann von Anfang an langsam aufgebaut, mit allen Fanclubs kooperiert. Es war zu dem Zeit waren nicht viele Fanclubs da, es waren 7 Fanclubs da. Aber ich muss sagen, die 7 Fanclubs, die damals da waren, die haben heute noch einen engen Kontakt, haben dieselbe Meinung und die arbeiten heute nach wie vor noch zusammen. Die Jungs, die waren von Anfang an dabei, das Recht haben sie einfach. Und dass die von Anfang an da mitgemacht haben und denen jetzt vorzuhören, sie haben gar nichts gemacht. Ich war zu spielen, aber da bin ich um den Sitzplatz gesessen. Und da haben die ihr Doppelhalter schon gehabt mit 10, 15, 20 und 30 Mann und sonst gar nichts. Jetzt finde ich nur, und was du dir an die Fahne heften willst, ich
seit 5 Monaten. Also, hätte ich das andere gemacht, vor 5 Monaten, wo wir aufgestiegen sind. Also, das ist doch die Euphorie, wo jetzt geht. Warten wir mal in 2, 3 Jahren ab. Oder was war vorher? Da war es doch schwer, Regionalliga-Leute zusammen. Wir können uns hier darüber unterhalten, ob man Neuwahlen macht, aus den Gründen oder nicht. Ich persönlich wäre nicht dafür, Neuwahlen zu machen, weil mein Vertrauen hat der Vorstand. Was heißt Einfluss, Macht verlieren? Immer. Ich persönlich brauche eigentlich keine Macht. Ich mache das, wo ich richtig halt für meinen Fanclub. Und die Resonanz bestätige mich zum Teil auch. Und gebe mir recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber ob ich da im Fanclub Macht habe oder nicht, also das ist mir zweitrangig. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga heißt nicht Bayern München, heißt nicht Schalke 04, heißt nicht Werder Bremen, heißt nicht VfB Stuttgart, heißt nicht Bayer Leverkusen, sondern Hoffenheim. Tabellenführer Hoffenheim. Fußball aus dem Lehrbuch. Direkt und schnell. Inzwischen kippt die Stimmung tatsächlich. Auf einmal lieben alle Hoffenheim, denn die Mannschaft ist jung, spontan, schnell und erfolgreich. Now to the fairy tale currently taking place in German football, where a former amateur club has taken the Bundesliga by storm. Hoffenheim, ich bin Team, die bin da vor Bundesliga. Nun heißt es ja, Geld schießt keine Tore, tut es aber doch. Am Ende gewinnt der Kapitalismus, insbesondere wenn ein Bandtag Fußball spielt. So einen Aufsteiger hat die Liga noch nie erlebt. Am Freitagabend ist es soweit. Dann kommt es zum Showdown in München. Alt gegen Neu. Nummer 2 gegen Nummer 1. Auf dieses Duell hat ganz Deutschland gewartet. Bayern gegen Hoffenheim. Der Zweite gegen den Ersten. Das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Einfach genial! Ist das unglaublich! Was der da reinhaut, Wahnsinn. Wir wollen Hoffenheim schlagen, das ist unser Ziel. Das ist die klassische David-Goliath-Konstellation. Ich glaube, da freuen sich 70.000 Bayern-Fans. Wir fahren allein, um zu gewinnen nächste Woche, ganz klar. Bayern gegen Hoffenheim. Das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Das wird der Spot des Jahres. Das ist auch der Hammer. Das wollten die gestern immer wieder sehen. Das war Wahnsinn. 6 Monate zweite Liga, vor 18 Monaten Regionalliga und jetzt macht da einer einen Spot, das Beste, was die Liga zu bieten hat. Meieiei. Bayern, das Beste. Wir haben uns gerade noch mal so einen Spot angeschaut vom DSF und die fangen da, sie bauen das so auf, Bayern Hoffenheim, der Erste, also der Zweite gegen den Ersten, das Beste, was die Liga zu bieten hat. Und das ist ja für uns marketingtechnisch. Das ist dann auch mit Worten nicht zu beschreiben. Bayern gegen Hoffenheim. Der Zweite gegen den Ersten. Das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Ach, oder wenn es einem schlecht geht. Ist das unglaublich? Bayern gegen Hoffenheim. Das Beste, was diese Liga zu bieten hat. So, jetzt kommen wir wieder auf den Boden zurück und arbeiten wieder fleißig. Ab und zu kann man mal träumen. Liebe Sportfreunde, das Spiel ist aus
und trotz einer Niederlage bleibt die TSG Hoffenheim auf Platz 1 der Bundesliga und freut sich über den sensationellen Gewinn der Herbstmeisterschaft 2008. Immer, das ist das, was sich jetzt leider geändert hat. Früher da waren es die Fans und die Spiele. Und heute sind es die Kunden und Produkte. Also das ist die Vermarktung hält im Fußball leider Einzug. Wobei ich und wir uns alle als Fans aussehen, nicht als Kunde. Betriebsufer letzte Woche. Und? Das ist geil, absolut. Bloß ich geheim nicht. Ich trau mich nicht auf mit dem Fuß. Das ist Wahnsinn da. Also. Herzlich willkommen. Wir fühlen uns geehrt, dass Sie unsere Räume mit Licht erfüllen und Glanz. Oh, die Prominenz. Hallo. Hallo. Servus. Hallo. Ja, ich habe nicht viel gemacht. Sportler des Jahres, Koch des Jahrhunderts. Wie machen wir das hier? So, wie machen wir das hier? Hey. So, wichtig ist doch eins. Wie haben wir doch eins gemeinsam? Wenn die Kunden zufrieden sind, dann sind wir glücklich. Ja, die Kritiker, die am Anfang natürlich gesagt haben, was machst du, wieso gehst du da aufs Land und Regionalliga-Verein, da ist zwar einer, der hat ein paar Euro und so weiter, aber das ist, macht das nicht, bleib doch bei dem Etablierten. Ich hoffe, das gefällt dir. Ja, das freut einen schon, dass man heute, dass die Leute heute hier sagen, alles richtig gemacht und Lob und kriege auch eine Karte und so weiter. Ja, immer gerne.